Hallo Leute und willkommen zu einer weiteren Folge von Factorio. Und wieder mit dabei ist der Lupus. Hallo zusammen. Und natürlich auch der German Fighter. Hallo. Ja, diesmal mit kompletten Namen. Sonst sage ich immer nur German. Ja, was haben wir die letzte Folge geschafft? Also ich habe in der letzten Folge hier diese Plastik-Chemiefabriken gebaut. Und Lupus, ich glaube, du hattest angefangen, die Zugstrecke weiterzubauen. Genau. Ich hatte mit der Zugstrecke angefangen. Genau, hier, und, da. Auf der Karte hab sichtbar. Ich habe festgestellt, dass ich so krass durch den Wald durch muss, dass wir dass ich Oski mal kurz ein bisschen Geld organisiert habe. Geld. Um mir eine bessere Rüstung mit ein paar Millionen Robobots zu leisten. Wir haben ja Geld. Und der German, der hat sich um die neuen Brennstoffe, glaube ich, weiterhin gekümmert, ne? Mhm. Da ist mal der Spaß. So. Deswegen hatte ich ja auch schon mal ein bisschen den Wald abgeholzt, um jetzt verlegen zu können. Ja, und ich kümmere mich heute darum, Batterien herzustellen. Beziehungsweise davor muss ich erstmal zusehen, dass ich hier irgendwie Kohle bekomme, damit ich auch Plastik herstellen kann. Weil ohne Plastik komme ich hier auch nicht weiter. Nee, wir kommen allgemein ohne Plastik nicht weiter. Also ich selbst brauche jetzt kein Plastik, glaube ich, für Batterien. Doch, ja, brauche ich auch. So für alles. Mist. Mistige Mistkacke. So. Oh, ich habe ein Achievement. Baue 100 Maschinen mit Hilfe von Baurobotern. Das habe ich auch gerade gekriegt. Ja. Das war ich. War's nicht, was? Genau, weil der Lupus, der hat sich jetzt Bauroboter gekauft oder gegönnt. Und ja, stimmt, das könnte ich mir eigentlich auch mal gönnen. Dann das sagte ich ja gerade. Dann fliege ich mal, ich wollte gerade fahren sagen. Dann fliege ich mal kurz runter und mache das auch. Was ist das denn jetzt machen? So. Was habe ich denn jetzt hier gebaut? So, dann. Ach, du hast da sogar schon welche noch im Auftrag. By now. Wie viele hast du? Zwei? Zwei reichen, ne? Also ich habe jetzt drei, aber ich mache auch hier sehr viel mit Wald. Das ist der einzige Grund, warum ich mir drei geholt habe. Okay, dann Drohnen. Wo drunter waren die denn nochmal? Logistik, ne? Ja. Logistik. Und dann, ich sehe sie gerade nicht. Ich bin, glaube ich, blind. Das ist gut möglich. Blind auf beiden Augen. Da sind sie. Logistikroboter? Nee, Bauroboter brauche ich. Das ist richtig. Das war ja der Fehler, den ich in der letzten Folge gemacht habe. 20 Stück, ne? Ja. So. Wo ich mich gewundert habe, warum das nicht funktioniert. Dann brauche ich einen Kampfanzug. Hast du dir gleich den besten in MK2 geholt, oder? Ich habe mir jetzt den MK2 geholt, weil, ja. Oder genau, gibt es noch der kostet, einen? Der kostet 9. Ja, aber der ist okay, den kann ich mir nicht leisten, ne? Nee. Oder kostet 1 Million? Ja, ich glaube, das ist ein bisschen teuer, ne? Der kostet 900.000, wir haben 3 Millionen. Ja, das Ding ist, ich muss jetzt erstmal einen tragbaren Fusionsgenerator noch der holen. Der kostet 1,5, der ist teuer. Genau, das den hole ich mir erstmal da. Nicht zwei Stück von, sondern einen. Warum hast du zwei gekauft, oder was? Also ich habe zwei geholt, ja, weil ich drei Stück drin habe. Wie gesagt, aha. Ich habe ausgehend so ein bisschen einfach die Maschinen laufen lassen und habe da ein bisschen was verkauft. Shit. Dadurch geht halt das Bahnbauen halt ein bisschen schneller. Okay, jetzt habe ich gerade, glaube ich, zu viel ausgegeben. Kann ich mir den Anzug nicht mehr leisten. Oh, dann musst du Stahl verkaufen. Jetzt muss ich erstmal ein bisschen warten, ne? Oder musst du Stahl verkaufen. Stahl? Warum? Wir haben doch genug Holz, oder nicht? Können wir nicht Holz verkaufen? Ja, aber ich weiß nicht, ob das reicht. Ich verkaufe jetzt einfach mal manuell, so. Stahl also wir das einfach reinpacken und dann warten, oder warten, was? Ja. Der steht auch momentan auf dem 24-Stunden-Zyklus, weil billig. Ja, weil dann zahlen wir nur 4% Steuern anstatt 20%. Ja. Und hier steht aber Last Sold Object. Ja, okay, das geht ja klar. Ja, ist halt bei das, was mir, ich zuletzt verkauft habe. Bei mir ist direkt mal ein Hubschrauber hier. Was? Ein Hubschrauber? Das ist nicht im Spiel, keine Angst. Ach so. Und nein, ich werde nicht gesucht. Boah, sag gar nichts, was hast du denn jetzt schon angestellt? Ja. Ich hab doch gesagt, du sollst das mal lassen. So, nein. Ach, das Flugzeug gleitet einfach mal weiter. Bleibst du mal stehen? So, jetzt. Ich brauch Stahl, verdammte Hacke. So, und ich sehe gerade, ich brauche mal langsam größere Tanks. Ach, siehst du. Ich hätte mir doch gleich noch die Pumpe kaufen können. Ja, hättest du. Hätte ich mal machen können, ja. Weil momentan die Lagertanks ganz schön voll sind. Die Tanks. Genau, die Tanks. Und ich habe mir extra hier schon große unterirdische Tanks gebaut, die 15.000 speichern können. Warum forschen wir eigentlich nichts? Lass doch mal irgendwas. Genau, lass doch mal was forschen.
Und zwar, nee, das können wir noch nicht. Das, einfach mal, da, nee, das geht auch nicht. Nee, lass irgendwann, hier, die, das, das lassen wir ja, forschen. Das, ja, dann mach mal. Was denn? Ah, hm. Ja, das ist eine gute Idee. Kümmer dich mal lieber um die Kohle, dass die auch bei mir hier ankommt. Ach, jetzt willst du auch noch Kohle haben? Ja, also Holzkohle, beziehungsweise Steinkohle. Bis hin, ach da, kann ich hier schon an Stahl vorbei. So, jetzt muss ich gerade noch mal gucken. Ich bin schon wieder vergesslich und weiß nicht, was ich für die Batterien brauche. Genau, Lead brauche ich dafür. Kunststoffstangen und Schwefelsäure. Schwefelsäure hast du HIV? Habe ich vergessen. dann brauche ich Lead. Und da, was brauchte ich hier? Genau, Eisen. Und hier, nee, da kommt nur Eisen lang. Da brauche ich allerdings auch Lead. Und, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das ist schon wieder ein Brainfuck. Ja, du hast gerufen? Ja, ja. So, man kann auch anders noch Batterien herstellen. Aber ich weiß nicht, ob du die dann dafür auch benutzen kannst. Okay. Ich glaube schon. Wie kann man denn noch Batterien herstellen? Aus dem grünen Brocken. Den grünen Brocken einfach wieder zu Staub zerkleinern und dann kannst du daraus leere Batteriezellen Staub machen. Und dann wird daraus dann volle Batteriezellen. Okay. So, hier ist auf jeden Fall genug Platz noch für weitere Plastik. Und du brauchst nur aufgebrochenen grünen Staub, Kohle und Eisenplatte. Ich überlege gerade, wo ich jetzt die Batterien herstelle, ob ich das hier rechts mache oder. Ja, komm, kann ich hier rechts machen. Dann mache ich das jetzt so, dass da ein bisschen Platz zwischen ist. Gut. So, zack. Ein bisschen großzügiger. Die Frage ist halt nur, ob man die dafür auch nehmen kann. Zack. Das ist die Frage der Frage. So, dann was brauchst du jetzt hier? So, zack. Da muss ja genug was zwischen sein. Ich forsch mal Gold. 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 Gold und Silber lieb ich sehr. So, und die brauche ich. Da brauche ich Schwefelsäule. Die habe ich hier hinten. Theoretisch wäre es eigentlich besser, dann hier das zu machen. Und dann das Plastik hier rüber. Und das Lied von da unten hoch. Ja, dann komm. Dann baue ich die Sachen doch lieber rechts. Links, nicht rechts. Lieber links als rechts. So. Was? Was? So, ich habe nichts gesagt. Alles gut. So. Ist schon wieder dunkel, ist ja schlimm. So, dann mache ich das hier. So, dann habe ich ja den Speicher direkt daneben. Dann werde ich das hier bauen. Was mache ich denn hier? So, zack. So, dann ziehe ich jetzt mal die Bahn nach oben. Nein. Doch. Nein. Oh. Finde ich nicht gut. Ja, ach so, ja, nee, dann nicht. Dann, Finde ich uncool. Ja, dann. Richtig uncool. Du musst halt sehen, wie du deine Rohstoffe nach oben kriegst. Okay, dann finde ich es nicht uncool. Dann finde ich es richtig cool. Gut. Das ist so typisch Politiker, ey. Wenn es einen selber. Ja, alles scheiße, aber wenn es einen selber betrifft, dann ja, das ist gut. Ja, genau. Du hast erkannt, ich kandidiere. Ich kandidiere. So. Was? So, jetzt kommt da die Schwefelsäure rein. Du kandierst? Genau, ich kandiere. lecker. Möchte ich was abhaben von. So, dann, also ich brauche da jetzt Kunststoffe und Lead rein. Kriege ich das denn hier so überhaupt rein? Doch, das geht. Dann werde ich das darüber und hier muss ich irgendwie, wie mein das? Mal so. Genau einfach so machen. So und nicht anders. No. So, dann werde ich das Ganze hier nämlich umdrehen. So, zack. Damit das in die andere Richtung geht. Habe ich noch einen Tunnel? Ja, habe ich noch. Perfekt. So. Wo bleibt die Kohle? Kohle! Was denn? Du hast dich gerade den Fortschritt in den Weg gestellt. Jetzt dauert das ein bisschen länger. Wie was? Wo? Ich habe gar nichts gemacht. Wem hast du verboten, eine Bahnschiene zu bauen? Jetzt dauert das alles ein bisschen länger. Nein, das habe ich nie gesagt. Das ist Verleumdung. Richtig. So, zack. M und M. Ja. So. Ach shit, ich muss ja die. Das muss ich ja dann ein weiter nach rechts machen, sonst geht das ja nicht. So. Zack. Die reiße ich alle wieder ab. Jetzt könnte ich eigentlich mal diese Drohnen gebrauchen. Die wären echt cool.
So, also keine mehr gekauft? Was kann man denn jetzt forschen? Ja, aber ich habe ja den Anzug noch nicht. Achso. Den konnte ich mir nicht mehr leisten. Ah. So, Uranium Processing können wir mal lernen. Dann können wir richtig gut Strom bauen. Oh, das wäre super. Atomkraftwerke. Ja. Was? Atomkraft, ja. Aber nur hier im Spiel, bitte. So, wobei oder wir kaufen es aus dem Ausland. Ja, genau. Weil betrifft uns ja nicht. Genau. Weil Grenzen sind ja da kommt ja die Strahlung nicht rüber. Genau. So. Du brauchst Kohle. So. Sekunde, Gabax. Ja, bitte? Du hattest hier einen Strich gemacht. Wieso habe ich gerade ganz viele Pings? Ja, das ist im TS gerade. Ignorier es einfach. Hier sollte der Bahnhof, sagtest du, hin. Was soll denn hier hingeliefert werden? Immer noch Kohle und Eisenplatten. Ach nee, hier sollte das Öl landen, da oder? Soll. Moment. Also, ich brauche. What the fuck? Den kannst du bitte ein bisschen weiter runtersetzen, ja? Nein, das. Warum? Ja, den will ich hier nicht bei mir haben im Vorgarten. Den setzt du bitte weiter runter. Hier wieder typisch, kaum betrifft es die Leute wieder. Ich wird nur genörgelt. Echt, ey, schlimm. Ich habe gesagt, da soll der Bahnhof hin und nicht das Kreuz. Ja, den Bahnhof muss ich nach rechts bauen. Der muss hier landen. Das geht nicht anders. Warum? Damit ich die Strecke nach oben weiter. Ach nee, geht gar nicht. Ich kann sie gar nicht nach oben ziehen. Kannst du den nicht. Also, ich würde den hier auch gerne hinsetzen. Irgendwo rechts. Was? Ja, hier, wo ich jetzt rumlaufe. Ja, was soll da hin? Der Bahnhof. Achso. Also pass auf, warte mal, haben wir denn... Also ich muss auf jeden Fall hier ein Kreuz hinbauen. Also pass auf, ich werde jetzt hier dir mal kurz eine Linie ziehen. Also hier geht's nicht rüber. Oh ja, also da sollst du nicht hin. Sekunde. Genau. Alles klar bei dir. Kann weitergehen. So, ja. Jetzt muss ich mal kurz gucken, was wir noch forschen können nebenbei. Die blauen haben wir ja noch nicht, die blauen Forschungspakete. Yes. Atomkraft. Oh, Atombombe können wir. Die werden wir jetzt einfach mal lernen. Die Atombombe. Wir werden uns direkt kaputt sprengen. So. Nuklear. Wobei die lässt sich bestimmt auch gut verkaufen. Kann ich mir gut vorstellen. Und zwar wollte ich nämlich. So in bestimmte Regionen. Hier sollen ja die Materialien hin. Was denn? Ja, hier soll Kohle rechts. Also das mache ich selber. Auf jeden Fall, ich brauche. Anschließend tue ich das selber. Du brauchst nur den Bahnhof hinstellen. Der Zug soll da hinfahren können und ich schließe das dann an. So, rechts soll Kohle rein und links? Und hier soll Plastik und Lead. So. Eisen und Lead. Ich war jetzt gerade am Überlegen, was du mir sagen wolltest, aber okay. Also so. Wirklich Eisen. Genau. Eisenplatten und Leadplatten. Okay. So, und ich möchte, also mir wäre natürlich lieb, wenn hier irgendwie der Bahnhof hin kann. Geht das nicht, dass du von unten kommst, der fährt dann nach rechts? Ja, dann das so im Kreis? Ja. Nein, das ist mir zu. Tiefer bitte, abbrechen. Ich möchte den tiefer haben. Tiefer haben? Ja, das ist. Bist du hier hässlich. Ein Wunschkonzert oder was? Ich mag diesen, der Kreis ist so hässlich, so riesig, so. Mm. Weiter ganz runter bitte. Junge. Noch weiter runter. Okay, das hier? Reicht. Ja. Okay. So. Und jetzt kannst du doch hier, wenn hier der Zug langfährt, der kann dann hier rechts lang. Genau. So, und dann kannst du quasi hier da so einen Kreisel. Also hier genau. So ein Kreis. Da kommt so ein U hin, sag ich mal. Genau. Und dann kannst du hier den Bahnhof hinsetzen. Was? Und dann kann. Ja, Moment. Und dann kann er hier ja wieder runter. Und wieder zurück. Nein, das ist Blödsinn. Dann kann ich hier nicht mehr weiterbauen. Das Problem ist, dass die Strecke so momentan nicht weiterführbar ist. Kannst du den nicht nach links weiter. Moment, du willst jetzt nicht nach oben weiter, oder? Das war irgendwann die Idee, weil wir müssen das Öl runterkriegen von da oben. Geht nicht. Das Ding ist, da baust du mir in mein Ölzeug rein. Das ja, geht ich nicht. Weiß, das müssen wir. Du musst weiter nach links. Anders liegen. Müssen wir anders Sorry, liegen. Aber du baust doch. Ach, ich weiß schon, wie ich das mache. Du versuchst das doch jetzt nicht alles komplett in diesem 90-Grad-Winkel-Gedöns zu bauen, oder? Ja, doch. Oh Gott. Ich hab da aber eine Idee. Mach's doch natürlicher. Mach's doch irgendwie ein bisschen. Ist aber so viel einfacher zu planen. Nee, aber so. Ich finde das schöner, wenn das dann ein bisschen.
aber so sehr bisschen viel elastischer, hätte ich fast gesagt. Bisschen natürlicher, bisschen, bisschen schlangenliniger und nicht so geradlinig. Das ist doch langweilig. Das ist, guck mal, wenn du dann mit dem ich habe keinen Strom mehr. Ja, woher ich das nur? Wenn du dann nämlich mit einem Zug mal fährst, dann ist es doch total langweilig, wenn du da die ganze Zeit nur gerade fährst. Das ist doch stinklangweilig. Das ist doch mal interessant. Du sollst ja keine Sightseeing-Touren machen, ey. Ja, du sollst doch arbeiten. Ich möchte auch gerne mal einfach in den Zug einsteigen können und die Seele baumeln lassen. Nee. Geht nicht. Nee. Gibt's nicht, aha. Ich möchte aber. So. Also willst du jetzt hier den Bahnhof setzen oder wo? Ja, das ist jetzt der Bahnhof. Ach du heilige Scheiße, ist der hässlich. Das ist einfach nur ein Ausläufer, das reicht doch. Das also reicht, ganz zufrieden bin ich damit noch nicht. Das reicht für unsere Zwecke. Der fährt hier rein, wird ausgeladen, fährt weiter. Bin ich trotzdem nicht zufrieden mit. Und den Ausläufer hier oben, da könnte ich irgendwie voilà. Das habe ich hier erstmal. Hier könnte ich einen zweiten Bahnhof hinsetzen. Der Baum steht im Weg. So, erstmal die ganzen Stromkabel hier, die alten, wieder abreißen, die brauche ich nicht mehr. Ups. Also du hast gerade keinen Strom mehr, nicht wundern. Ups. Da habe ich ja versehentlich. Naja, wirst du schon nicht merken. Ja, ach so, okay. What the fuck? Alter. Ja? Du merkst schon, dass du da gerade zwei Koks hinbaust, ne? Bei was? Das ist echt nicht dein Ernst. Das sieht aus wie zwei hängende Eier. Was? Ja. Da, also, sorry. Boah, Junge. Und hier unten links ist der gerade anfangende Schwanz. Wenn du jetzt hier noch eine Leitung legst, dann ist es komplett. Okay, dann habe ich ja mein Ziel erreicht. Das bleibt jetzt so. Alter Schwede. Boah, ist das hässlich, ey. Also, du gewinnst garantiert nicht den Designpreis für Schienenbauen. Nee? Nee. Das ist ja gut. So. Und hier kommt dann Öl hin. Boah, what? Also hier, wo kriege ich meine Ressourcen? Hier oder wo? Das kannst du dir jetzt aussuchen. Entweder landen die hier oder hier oben. Oben bitte, weil. Und unten kann dann Öl landen. Ich reiß das alles ab und baue das so, wie ich das möchte. Was? Ich. Das, sorry, German, mal an dich gefragt. Findest du das schön? Es muss, soll nicht schön sein, es soll funktionell sein. Danke. Danke, German. Danke. Einfach mal überstimmt. Danke, German. Danke, oh, das wollte ich hören. Also, die Ressourcen will ich schon gerne oben haben, weil ich habe keine Lust, hier komplett durch die Schienen die Kabel bzw. die ja, kein Ding, dann landen die halt oben. Okay, also kriege ich hier ist dann der Bahnhof, oder was? Ja. Okay, dann setzt den am besten schon mal so hin, dass ich dann weiß, wie ich das anschließen muss. Wobei, das kann ich dann lassen. Ich kann das aber hier nochmal kurz ändern. So, dann kann ich das nämlich hier so anschließen. Willst du dir Kohle hier hochliefern lassen oder willst du hier direkt abbauen? Redest du mit mir? Ja. Die lasse ich mir anliefern. Weil hier ist doch gleich ein Kohlefeld. Ich weiß, ich lasse mir trotzdem anliefern. Die habe ich auch dabei. Ich lasse es mir anliefern. Dafür gibt's die Schienen. Und dafür ja, gibt's und die. Wenn du es doch aber direkt hier hast, das ist doch total. Das ist wieder so unproduktiv. Gar nicht. Ich kann gerne für jetzt erstmal das so machen. Temporär. Ja, bringt dir doch nichts. Ja, das gefällt mir jetzt hier gerade nicht. Das gefällt mir jetzt hier gerade nicht. So. Temporär jetzt anschließen. Zack. Außerdem ist das meine eiserne Reserve. Dass, wenn ich mal irgendwann von der Kohleversorgung abgeschnitten bin, aus welchen Gründen auch immer, dann habe ich immer noch welches. So, da kommt jetzt die Kohle. Weil ich glaube, das muss ich jetzt ein bisschen anders bauen hier. So, das sehr schön. Kommt ja so hier. Muss ich gleich nur noch die Bahnhöfe bauen? Achso, ich dachte, jetzt kommt schon die Kohle direkt.
Nee, es gibt ja noch nicht mal einen Zug bis jetzt. Ja, dann kauft ja einen. Mach ich auch. Also das meine ich ernst. nicht jetzt als Hatte ich ja vor. Gut. Ich kann einen. Nee, warte. Ich kann keinen bauen. German, warum kannst du das eigentlich nicht? Erzähl mal. Mit Schläge heute, Gabax, oder? Ganz doll, ja. So, ah ja. Hörst du das nicht? Der schreit doch die ganze Zeit, schlag mich, schlag mich. So, dann muss ich ja hier, glaube ich, muss ich da einen Tank setzen und dann eine Pumpe, ne? Bei was? Achso, ja, ist richtig. Warte mal, also muss ich das so machen? Ich kann dir aber noch nicht genau sagen, wo jetzt die Pumpe hin muss, weil solange da kein Zug steht. Man sieht doch die Markierung von den Zügen. Ja, das ist richtig. Ja. Aber denk dran, nur zwei Puppen in der Mitte, ne? Nee, macht der nicht mit. Ach so. Genau in die Mitte, oder? Ja, die müssen in der Mitte sein, das ist ein bisschen... Du weißt schon, dass du zum Zugbauen eine Fabrik bauen musst? Nein. Nein? Jetzt weißt du es. Dann kann sie doch kaufen. Ja, wieso? Ja, ich kann entweder den, so, oder du lässt sie herstellen. Ich kann den Zug doch... Was, warum? Ich kann den Zug doch im Inventar craften. Nein, das geht nicht mehr. Ja, doch. Auf jeden Fall nicht die von Yogi. Der kann doch diesen komischen Motor bauen. Nein, die Yoyogi gehen es nicht. Ich will Richtig. Auch einen ganz anderen Zug bauen. Ach, du willst den normalen bauen. Ich baue den MK2. Okay. Weil der scheiße schnell ist. Wie viel brauchst du davon? Einen oder zwei? Keine Material. Bitte nicht den Zug kaufen. Nö, ich kann craften. Ja, alles dabei. Weil du die Engines hast, ne? Ja. Ich habe keine Engines. Bau mal bitte 3 Züge. So, wo waren die? Dann brauche ich noch was. Müsste erstmal reichen. So, 3. Warum wollen wir zu recht 3 haben? Okay, weil wir 3 brauchen. Ach ne, ich laufe jetzt nicht. So, und dann ein paar Eisenplatten. Da muss ich hier auf jeden Fall noch Tanks hinsetzen. Zwischentanks. So. So, ich benenne die Stationen jetzt mal nach dem, was es dort gibt. Okay. Das finde ich für den Zug später zum Ein- und Ausladen ein bisschen einfacher. Ja, nee, ist richtig. Wow! Alter, warst du schnell. Ja, allerdings sehe ich gerade schon wieder, ich bin ja jetzt hier noch nicht ganz fertig. Allerdings, der Bahnhof ist schon mal fertig. Wir müssen uns jetzt um Züge kümmern. Die Batterien habe ich immer noch nicht fertig, aber nicht daran, weil mir Ressourcen fehlen. Und ich würde so einfach sagen, wir beenden jetzt mal die Folge. Und das ja, wenn es euch gefallen hat, dann lasst einfach einen Daumen da und schaut einfach bei der nächsten Folge wieder vorbei. Also, bis dahin. Ciao. Tschüss.